Hey Freunde, was geht? Ich bin's wieder, euer Khalid, und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video heute mal. Heute gibt es kein FIFA-Content. Es werden höchstwahrscheinlich auch andere Contents geben, wie diesen hier. Also ein WeTalk-Video oder mal Verkostungsvideos, wie auch in der Vergangenheit mal hier stattgefunden hat, oder halt meine üblichen Story-Games, die ich halt bald auch fortsetzen möchte. Ja, Freunde, das nochmal kurz am Rande. Auf jeden Fall, Freunde, möchte ich zum Spiel Borussia Dortmund gegen SFC Köln sprechen. Wie ihr wisst, ja, bin ich schon seit einigen Jahren leidenschaftlicher Köln-Fan, aber jetzt nicht dieser überkrasse überhaupt. Ich verfolge die Spiele schon seit Jahren und ja, das ist auf jeden Fall das Geilste überhaupt, wie man hier sagen würde. Und ja, auf jeden Fall das dazu. Ja, Freunde, auf jeden Fall möchte ich einen Kommentar abgeben zum Spiel. Eigentlich wäre das Video, was ich vorher gedreht habe, ganz anders geworden, aber ich habe noch mal ein bisschen Geduld gezeigt und mir noch mal das Spiel von Samstag angeguckt. Und meine Fresse, was war das bitte für ein Spiel, Alter? Also auf gut Deutsch gesagt, sorry, dass ich das nochmal hier sage. Aber was war das bitte für ein Spiel? Das ist mir jetzt wieder so ein Rätsel, warum jetzt gegen solche krassen Mannschaften wie Dortmund und Bayern, die so krass spielen, auf einmal so eine krasse enge Raute spielen und aus dem Nichts in Dortmund gewinnen. Wie kommt das? Warum? Warum geht das nicht auch gegen kleine Mannschaften? Wie Union Berlin, Bielefeld, wo wir ja jetzt leider verloren haben, glaube ich. Also gegen Bielefeld. Union Berlin habe ich jetzt schon längst vergessen. Ja, das ist mir ein Rätsel. Ja, ein Haarenmord gehabt. Auf jeden Fall, ja. Das ist mir ein Rätsel, Freunde. Auf jeden Fall, ich kann es bis heute nicht verstehen, warum die so krass spielen gegen große Mannschaften und gegen kleine Mannschaften immer wieder so halt den übelsten Firlefanz immer hin präsentieren. Ja, auf jeden Fall hätte ich wirklich nicht gedacht, wer hätte wirklich, jetzt mal im Ernst, wer hätte gedacht wirklich, dass FC gewinnt? Jetzt mal ganz ehrlich. Könnt ihr mal gerne mal schreiben, wenn ihr Bock darauf habt. Auf jeden Fall, ich hätte es im Leben nicht gedacht, wie einige andere auch. Ich hätte wirklich gedacht, dass wir wieder vier, fünf Buden hinten reinkriegen. Aber dass man so eine ganz andere, komplette Mannschaft wieder sieht, da muss man bestimmt den größten Feuer unterm Arsch bekommen haben in der Kabine. Und ja, auf jeden Fall das dazu. Ja, was soll man noch großartig dazu sagen? Der Kader ist eigentlich sehr, sehr groß. Wir haben momentan keine Stürmer. Wir haben ja mit Duda und Thielmann vorne gespielt, wobei Duda ja ein klassischer Zehner ist. Und ja, was mir aber besonders aufgefallen ist, wir haben einen neuen Innenverteidiger aus der Jugend von Anfang an spielen lassen, der mir eigentlich nicht so krass aufgefallen ist am Anfang, aber erst am Ende sehr auffallend war, der, glaube ich, den Moukoko gedeckt hat und Haaland. Der hat auf jeden Fall einen nicen Job gemacht und kurz am Rande, den hatte ich im letzten Jahr. Sava Cestic, falls ich den richtig ausgesprochen habe, im Fußballmanager, auch aus der eigenen Jugend geholt. Ja, auf jeden Fall war auf jeden Fall nice, dass er jetzt mal endlich spielt. Ich habe auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall sicher, aus ihm kann was werden. Der ist auf jeden Fall ein super Spieler und ich bin mal gespannt, wie er die nächsten Spiele sich präsentieren wird, ob er auch spielen wird. Aber ich denke, der wird auf jeden Fall spielen. Daher glaube ich, Rafael Tsichos sich verletzt hat und sich jetzt endlich auch beweisen kann. Dann haben wir neben Bono endlich auch einen weiteren Talent, den wir heranführen können und hoffentlich nicht direkt verkaufen können, wie jetzt auch die anderen letzten Jahre oder anderen letzten Spieler in den letzten Jahren. Auf jeden Fall das dazu. Ja. Thema Stürmerproblem auf jeden Fall. Also ich habe mir jetzt hier so ein paar Randnotizen gemacht und wollte mal so ein paar kleine
Stichpunkte halt durchgehen. Also sind jetzt nicht viele. Auf jeden Fall Thema Stürmer. Also ich finde es halt super, super schade, dass man Córdoba abgegeben hat. Das war halt der Einzige, der vorne Tore geschossen hat. Modest ist zwar jetzt auch noch da, aber irgendwie funktioniert das halt nicht mehr so vorne richtig. Wobei er auch mit Verletzungen zu planen hat, ist halt nicht so leicht, ne? Und dass jetzt Córdoba abgegeben worden ist, finde ich richtig, richtig schade. Natürlich will man sich als Spieler sehr schön, sehr gut, es geht weiterentwickeln und so weiter. Aber wenn man jetzt no front an Hertha natürlich, wenn man sich jetzt die sportliche Tabelle, die sportliche Lage bzw. die Tabelle anguckt, dann sieht ja, ist ja Hertha eigentlich auch mit unten dabei. Und ich weiß auch nicht, normalerweise hätte man mit so einem Kader mit oben spielen müssen. Und also jetzt no front an die Hertha-Leute, ne? Also Hertha-Fans, sondern ich bin mir sicher, dass sie das auf jeden Fall da wieder hochkommen. Aber wie gesagt, ich schweife jetzt ein bisschen vom Thema ab von Córdoba. Auf jeden Fall finde ich es nur schade, dass der abgegeben worden ist. Auf Wunsch vom Verein. Normalerweise hätte man ihn nicht abgeben müssen, da man leider keine Alternative hat. Natürlich hast du Modest und einen Sebastian Andersen, der uns ein, zwei Tore in letzter Saison reingeschossen hat, aber der hat sich jetzt auch wieder verletzt und jetzt stehst du halt wieder da, ne? Weil Thielmann und Duda auf lange Weise funktioniert halt nicht auf Dauer. Also ja, funktioniert halt nicht auf Dauer, ne? Und da habe ich ja auch einen Artikel, was ihr auch in der Beschreibung findet, verlinkt. Der FC wollte ja diesen Zirkzee ausleihen, da er ja Spielpraxis sucht und leider nicht bei Bayern mehr spielt. Fände ich ganz nice, wenn man den holen könnte. Dann könnte er uns eigentlich helfen, aber das Problem ist, wir haben dann aber nach der Saison keinen Stürmer wieder, ne? Natürlich muss man jetzt schauen, wie Sebastian Andersen weiterspielt. Ob er jetzt die nächsten Spiele dabei wird, steht außer Frage. Aber ja, muss man halt nochmal schauen. Ansonsten soll ja in der nächsten Saison ein großer Umbruch stattfinden. Und man kann eigentlich ja noch so viele Videos aus diesem Thema rausholen, aber ich wollte es halt jetzt nur mal so kurz und knapp mal teilen. Und ja, und mal schauen, wie es halt aussehen wird in Zukunft. Auf jeden Fall, Freunde, jetzt bin ich wieder vom Thema weggekommen. Ja. Stürmersuche muss man halt nochmal schauen. Ist zwar nice, dass man mit Thielmann als einzige Spitze mal arbeitet, aber langsam wird es knapp. Umbruch wird ja stattfinden, habe ich ebenfalls verlinkt. 15 Spieler werden gestrichen und ich bin gespannt, wer es sein wird. Wenn es wieder die falschen Leute sind, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Ja. Muss man schauen. Ich freue mich auf jeden Fall für diesen Sieg jetzt in Dortmund. Und weiß jetzt nicht, gegen wen wir als nächstes spielen. Weil ich hatte jetzt, wie es dann sein wird, zu Hause gegen Wolfsburg. Ah, das wird nochmal ein hartes Stück Arbeit, wobei Wolfsburg jetzt gewonnen hat gegen Hertha. Gegen Bremen. Warum habe ich das denn? Erwähne ich jetzt Hertha, Mann. Auf jeden Fall, ja, das dazu. Und ich bin gespannt, wie der Kader nächste Saison aussehen wird. Also wie gesagt, Platz 18, ich weiß nicht, ob ich in vorherigen Streams oder so mal erwähnt habe. Platz 18 bis 15, also maximal 15, denke ich nicht, dass da viel drin sein wird, auch wenn wir jetzt wieder gewonnen haben. Nach 18 Spielen natürlich. Und ja, da müssen wir mal weiterschauen. Also ich sehe gerade die aktuelle Gerüchteküche, sind einige Spieler, die hier gemunkelt werden. Aber was man daran halten kann, ist halt wieder die Frage. Auf jeden Fall muss man schauen. Das werde ich auf jeden Fall in ein anderes Video. Ja, Freunde, auf jeden Fall sollte es mal so ein Video sein zum Spiel von gegen Dortmund. Ich merke die ganze Zeit, ich verspreche mich irgendwie, aber keine Ahnung, warum. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich freue mich mega, dass die Truppe gewonnen hat. Und ich bin gespannt, wie die nächsten Wochen jetzt aussehen werden. Ist halt viel Arbeit zu erledigen.
Aber mal schauen, wie es aussehen wird. Auf jeden Fall, Freunde, das dazu. Als nächstes zum Thema Köln möchte ich so einen Spielertransfer machen, also so ein Spielertransfervideo, also so eine Wunschelf, wer da am besten passen könnte. Auf jeden Fall, das würde ich gerne mal machen. Und ja, da würde ich sagen, war es das an dieser Stelle. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr gerne freuen, wenn ihr das Ganze einen Daumen nach oben gebt und gerne was kommentieren möchtet. Ist euch überlassen. Auf jeden Fall komplett reingeschissen, Freunde. Ich weiß nicht, was die letzten Minuten gerade los waren, weil ich sehe gerade hier Gerüchteküche, Vedat Ibisevic soll nach Köln kommen, obwohl er jetzt vor einer Woche oder so rausgeschmissen worden ist von Schalke. Ja, vielleicht hat es da mir die Stimme verschlagen. Auf jeden Fall, wie gesagt, Freunde, nächstes Video wird auf jeden Fall sein Köln, Wunschelf. Da werden wir auch nochmal drauf eingehen. Und dann, wie gesagt, war es das von mir. Macht's gut, Freunde. Euer Khaled ist draußen und ciao.